Versuchen wir mit dem Geist zu kommunizieren. Geist, gib uns ein Zeichen. Das vielleicht nicht. Wenn das jetzt flackert hier, dann fange ich an. Ja, er handelt Leute. Okay. Guck mal, die Sache ist so, ich habe eh schon gar keinen Bock mit dir Phasmophobia zu spielen. Warum sind wir jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Wir machen es recht ruhig. Hey Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video. Jo, das quatscht die ganze Zeit im Hintergrund. Ich bin so ein Schisser. Das ist irgendein Vogel. Das wir sind bei einer verlassenen Villa in zusammen mit. Ich bin jetzt fast 24 Stunden schon wach. Same. Und Ju. Und wenn wir halt uns nicht weiter trauen, haben wir noch Thomas. Der hat keine Angst. Der carried uns durch. Die wollten eigentlich nicht dabei sein, aber wir haben sie jetzt gezwungen, weil ich habe zu sehr Schiss. Oh, by the way, wir haben hier noch so ein Dings da, wenn irgendwie Geister in den Lesen, dann solltest du es recht. Gnu, möchtest du das vielleicht halten und uns das Zeichen geben, wenn es rot leuchtet, sag Bescheid. Okay. Ich habe notfalls, habe ich noch den hier da. Das schlägt ja aus, was soll denn das? Was? Das schlägt aus? Mach doch nicht diesen. Doch, guck mal, das schlägt aus. Das ist nicht gut. Wenn ich es auf mich zeige. Warte mal, Gnu, ich will mal ganz kurz gucken, ob es funktioniert. 35? Du bist ja voll kalt, Alter. 30. 34, du bist noch kälter. Okay, nein, Mann, das ist falsch, das ist einfach kaputt. Also das ist der Haupteingang. Hier ist ein Loch. Kannst du da mal reinfilmen? Siehst du irgendwas? Kennt ihr die Szene von Game Movie? Siehst du da was? So mal rein. Der Treppe. Ja, seht ihr das? Komm mal mit nach rechts. Siehst du das rechts neben der Treppe, das schwarze? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Guck mal, ich hab's gesehen. Die Kamera. Oh Gott. Das ist einfach ein schwarzes. Naja, fokussier nochmal. Guck dir das an. Da ist er. Alter, wie Slenderman. Hä, warum? Was ist denn das? Das ist einfach so ein komplett schwarzes. Aber ich wollte Graffiti-Wien. Okay. Nee, das ist dreidimensional. Das ist aber extra. Das ist aber extra. Ja, das reicht, oder? Fürs Video? Das reicht fürs Video. Gut. Nein. Mhm. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einen Weg von hinten oder von hinten zu finden. Oder von der Seite. Wir finden irgendwie schon einen Weg. Du, wir schaffen das. Alter, du bist ein Schwein. Also hier kommt man nicht durch, hier ist einfach ja, das ist ja. Ich hätte auch mehr Kopflampen mehr gewollt, ne? Ich hasse das, das kann Maxi nie wieder gut machen. Hörst du das Geräusch schon die ganze Zeit? Kennst du Blair Witch? Oh, wir müssen ducken für den Weg, ist das nicht spannend? Also ich bin gegen Zecken. Oh, wir haben einen Eingang gefunden. Oh mein Gott. Der offizielle Eingang. Sorry, no. Das ist so scheiße. Das hat nichts im Arsch. Toll nicht. Also die Sache ist, draußen ist eventuell gefährlicher gerade. Ich bleib ja auch nicht allein draußen. Ich nehme die Kamera. Leute, bevor wir jetzt irgendwo weitergehen, brauchen wir. Oh, brauchen wir einen Safe Spot. Ist das unser Safe Room? Ja. Sieht so aus. Gut. Der hier ist kein Room Safe. Gleich schon. Das war der Magen, oder? Wir sagen einfach mal ja. Läuft jemand? Nein. Doch. Läuft jemand? So, ich bin nicht allein. Also ohne Schuss. Perfekter Moment. Power on. Junge, noch auffälliger. Let's go. Oh, also ich mein's ernst. Aber jetzt haben wir Lichter. Also ich okay, gehe. Lass mich mal kurz hören. Seid mal alle rum. Okay. Lass uns abchecken. Komm, ich sterbe. Oh, da ist die Fledermaus. Fliegt auf uns. Oh, film mal nach links. Das ist mir das, die Fledermaus schauen. Da ist die Figur, die wir eben schon vorgesehen haben. Also lass uns mal einfach mal ganz kurz gucken, ob man die Treppen benutzen kann. Ich glaube schon. Ja, aber wenn wir zu fünf auf einen... Wir gehen nacheinander die Treppen hoch. Wir checken erstmal die Tausche ab. Okay. Warte mal.
Was möchtest du sagen? Bro, wonach suchen wir überhaupt? Wir suchen nach deiner Schwester, oder? Merkst du selber, ne, dass dieses Video keinen Sinn macht? Wir werden nur sterben werden. Wir werden nur sterben, ne? Lass mal runtergucken. Geh mal da rein. Was ist da? Guck mal, hier ist Elfenbein rechts. Du willst mir sagen, dass diese Treppe einstürzt. Diese Steintreppe soll einstürzen. Nein, hier oben. Die sieht doch safer aus als meine Geburt. Ich bin mir da nicht verwechselt, wenn es hier abgesperrt ist. Das hatte ich schon gesehen. Ja, wir gehen auf jeden Fall in den Keller. Das ist viel schlimmer als oben. Ja, Keller. Keller. Gott. Okay, Thomas. Siehst du das? Wir sehen gar nichts aus dem Tod. Das ist unser nächster Spot. Ey, sollen wir da reinlaufen? Ja, reingehen. Gar keinen Fall. Habt ihr immer noch so eine Angst? Ich hab tierisch Angst. Bin ich der Einige, dass du wirklich Angst hast gerade? Ja, weil wir gerade alle mitkommen und dich beschützen und du bist bei der Mitte, Alter. Ich bin hinten dieser Chinese, der als erstes stirbt, Alter. Das ist einfach ein Baum. Da steht doch ein Hund rein drauf. Leute, hier geht's ja noch weiter. Thomas, vielleicht ein bisschen verrückt, dass du da einfach so alleine reingehst. Thomas verschwindet jetzt. Okay, da ist nichts. Oh. Das ist nicht so ein Ja, das ist eine Figur, echt. Boah, Digga! Fuck my life, Alter! Was hier rein, den Chinese? Ist einfach noch Bierflaschen, guck mal, wie lange Leute sparen. Und 10 Euro, ja, wenn du einmal in den Mund nimmst. Okay. Was? Was denn? Bei dem Mund für 10 Euro? Na, warum willst du denn immer nicht sagen, was ich für 10 Euro tun will? Ja, nicht so Licht. Ja, also wirklich. Du streckst den Arm da aber rein. Ja. Ja. Bis wohin? Bis hier. Aber musst dann auch noch hier übernachten. Auch noch hier übernachten für 15? Nein. Nach 25? Ja. Okay. Ja. Das komm, ich hätte schon mal auch mal. Ja, ey, ich würde sagen, ich nehme die Immobilie, ne? Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Also wenn man so ein bisschen den Putz ändert, dann geht das eigentlich hier. Da müssen wir ein bisschen sanieren noch. Hier können wir reingehen. Den Putz müssen wir gut einmal streichen. Hm. Der Raum ist actually empty. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte mal. Das ist wichtig. Wir müssen wissen, ob hier. Ju, komm mal hier ganz kurz, Ju. Du sollst dich mich messen. Du sollst messen, wenn es 0 Grad ist. Gefriertemperatur. Wenn es 0 Grad ist. Was ist dann? Du musst sagen, Geist, gib uns ein Zeichen. Das vielleicht nicht. Wenn das jetzt flackert hier, dann fangen wir an. Mach keinen Stress. Was passiert dann? Dann ist doch. Dann ist der Geist in dem Raum. Dann ist der Geist in dem Raum. Was ich richtig witzig finden wird, wenn wir jetzt den Block lassen, schreiben das Buch und dann kommen wir in einer Woche zurück und gucken, ob irgendwas reingeschrieben wird. Vielleicht nicht in einer Woche, aber wir könnten das unten hinpacken in der Mitte des Flurs. Das erwähnen. Und dann gehen wir ein bisschen höher, dann warten wir 5 Minuten. Hey, wenn Daniel was reingeschrieben hätte, dann würde ich, glaube ich, drüber kotzen. Das hört sich aber gut an, oder? Nein, das hört sich schrecklich an. Das hört sich, wir haben aber noch einen Raum vergessen. Ja. Den würde ich nochmal gerne angucken. Der sieht richtig creepy aus. Ja. Bruder, das ist ja fucking geklappt. Was ist denn das für ein Weiß ich schon nicht. Wie viel Grad sind da? Stell dir vor, Ju wird jetzt reingesitzen. Dann endet auch meine Loyalität. Ne? Genau. Oh. Was blinkt denn hier? Warum blinkt das denn? Das blinkt langsam aus. Ist was in der Nähe? Oh, es hört auf. Warte mal. Hier geht der Spur. Oh, es hört auf. So richtig auf. Ich verspüre hier keine Geister. Oh. Bro, Thomas. 10 Euro, wenn du hier ran trinkst. Oh Gott. Jetzt wird's. Warte mal. Warten Sie. Das Ding bringt nichts.
Sicher? Natürlich nicht. Du musst es auf Dings einstellen, auf Objekte. Du hast es gerade auf Tiere eingestellt. Ich bring euch was mit, ja? Nee, wir gehen alle. Ich hab was gefunden. Wir packen nichts an. Ab und zu flackert das mal ein bisschen, Pin, Firma. Ey, warum ging das denn so krass? Übrigens, du hast gerade verpasst. Seid ihr ready? Ja, sicher aufgeschlagen, als du da rumgegangen bist. Du, als du da rumgegangen bist, hast du richtig ausgeschlagen. So, alles gleich. Das sieht super creepy aus. Oh. Entweder geh ich jetzt hin oder ich geh super krass. Mach mal das gerade weg. Mach gerade weg. Komm wieder auf, gerade so. Erst das reingehen. Ja, okay. Seid ihr ready? Nee, oh, guck mal, das steht wieder aus. Ja! Es steht wieder aus. Du, jedes Mal, ja, geh mal rein, wir füllen wieder auf. Hallo? Versuch mal mit dem Geist zu kommunizieren. Oh mein Gott. Oh shit, shit. Bist du weh, ne? Er steckt auf. Oh, geh mir mal weg mit dem Teil. Du machst mir gerade mehr Stress, als ich haben sollte. Weißt du, guck mal, die Sache, wir sind nicht so jung wie du. Wir haben ein schwaches Herz, wenn wir umfallen, ne? Dann ist Ende hier, da musst du uns rausziehen. Das will ich nicht dann schaffen. Dann musst du zwei alte Männer hier rausziehen. Was sind Dinge? Ich leuchte dir den Weg. Ich hab schon gar keine Orientierung mehr, du. Ja, ich wüsste auch nicht mehr, wie wir zurückkommen. Ich schon. Ey, das ist nächstes Video, Max. Du musst vorne gehen. Eigentlich schon, ich versuche mich gerade nach vorne. Bei der Kamera musst du auch reingehen. Ich sag mal so, notfalls haben wir auch noch mal eine Treppe. Wie groß ist das? Boah. Da hat sich jemand gefixt. Da, ja, hier, da siehst du, was passiert ist. Okay, hier halten wir uns nicht mehr auf. Hier gehen wir weg. Ja, da ist es. Ich sag also generell, wir sind ein bisschen willig, hoffentlich zu weit rein. Okay. Wir gehen jetzt. Nee, bevor gesehen? Da waren, ich hab nichts gesehen, ich hab was gehört. Was hast du gehört? Wieso? Metallische Schritte. Das hab ich vorhin auch gehört. Das ist nicht einer oder geht's nicht. Okay. Also, das ist bloß. Ja, also ganz kurz bevor. Filmst du? Ja, ganze Zeit. Also erstmal, bevor das Video zu Ende ist, erstmal an der Stelle vielen lieben Dank, dass wir sowas mitmachen durften. Ja, geil. Mega geil. Das hat ja doch riesen Spaß gemacht. Ja. Bist du, jetzt gehen wir nach oben, ne? Die Sache, okay, oh, okay, die Problematik musst du gleich mal erzählen, dass da oben auf jeden Fall. Eine richtig große Portion Pommes gegessen wurde. Nee, aber du kannst ja sagen. Da hat jemand seine Pommes verschüttet, wollte mit Ketchup. Nee, du kannst ja sagen, wir vermuten, dass Ketchup da unten gegessen wurde bei Mc's. Ja, aber du kannst ja. Vor Mc's. Nein. Okay, wir gehen nicht weiter. Oder? Nee. Das war nicht okay, wir anscheinend gehen wir nicht weiter. Nee. Wir haben nämlich sehr viele Geister. Nein, okay. Wir haben unten etwas Ketchup gefunden. Nett ausgedrückt, geht das? Ja. Und wir haben das Gefühl. Sorry. Alter. Und wir haben das Gefühl, dass hier welche im Haus sind oben. Ich würde gerne nach oben gehen, aber nein, allein kommen wir nicht. Nein. Aber wir wollen nicht nach oben gehen. Deswegen reicht das? Ja, das bitte. Problem ist, dass wir halt eventuell auch Leute verängstigen, die jetzt gerade oben nicht so ganz nüchtern sind. Wir machen das, weil wir halt Ehrenmänner sind und keine Angst haben. Nein, wir haben keine Angst. Wir sind Männer. Oh, Digga. Geil. Ja. Das machen Männer so. Gut, hast schon einen schönen Nachmittag. Und nächste Woche wieder bei Ghost Hunt Mesh. Ich mach das nie wieder mit, ne? Pino, machst du das mit, ne? Perfekt. Ja, ich weiß ja, ob das cool ist, aber was ist, wenn Thomas hier was trinkt? Wenn er da was trinkt. 10 Euro. 10er? Ey, Leute. Okay. Können wir mal hinne machen? Ja, wir machen jetzt ein paar Knäppchen. Also, seriously. Ja, mach mal. Nun, raus. Doch. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt. Nein, Spaß.
Ich fand es gar nicht so schlimm eigentlich. Ich hätte gerne ein Pulsmesser gehabt, aber meiner war recht ruhig. Weil so viele da waren. Ja. Als man drin war. Wenn man zu zweit oder zu dritt, dann hätte man mehr Angst. Auf jeden Fall checkt die beiden Leute hier neben mir ab. Jung, Nu. Und ja. Die Schatten waren ein Zeichen. Das war's mit dem Video. Die Schatten waren ein Zeichen. Ja, ich höre das. Schnell, weg.